Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi, und ich habe heute wieder eine Verse für euch, nämlich die runde Crazy Hybrid-Verse. Wie ihr seht, ist die hier komplett rund und passt sich damit wirklich super dem Fuß und der Ferse an. Und wenn ihr hier einen Zentimeter zu lang oder zu kurz gestrickt habt, ist das kein Problem, denn die ist ja rund und passt sich an. Und ist eine Hybridferse, denn die wird mit verkürzten Reihen gearbeitet, aber hier oben mit einem Spickel. Dadurch bekommt die mehr Weite am Spann. Und durch die runde Form und durch den Spickel ist die auch sehr gut für Diabetiker zum Beispiel geeignet, wo nichts drücken darf. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das gemacht wird, dann bleibt dran und ich zeig's euch. Die Ferse ist eine Top-Down-Ferse, das heißt, ihr braucht eine Socke, die ihr beim Bündchen anfängt und zur Spitze runterstrickt und die natürlich bei der Ferse angekommen ist. Das Muster hier findet ihr übrigens in meinem nächsten Buch. Das erscheint im August. Ich stricke das mit meinem Adi Crazy Trio Novelle. Geht selbstverständlich auch mit jeder anderen Nadel und mit einem Nadelspiel. Und das ist die Lang Jawohl Superwash. So. Die Socke stricken wir nur über die erste Nadel. Wenn ihr das mit einem Nadelspiel strickt, dann strickt ihr alle eure Fersenmaschen auf eine Nadel drauf. Und dann geht's auch direkt los mit der Ferse. Und als Vorbereitung stricken wir hier einfach eine Hinreihe rechte Maschen und eine Rückreihe linke Maschen, und in der Rückreihe stricken wir die erste und die letzte Masche dann rechts. So, also erstmal alle Maschen rechts. So, meine erste Reihe ist geschafft. Jetzt drehe ich um, stricke meine Rückreihe und dabei stricke ich die erste Masche rechts, also hier wirklich Faden nach hinten, erste Masche rechts, denn wir wollen hier an der Seite dieses kleine Knötchen haben, was sich dadurch bildet. Und jetzt alle Maschen links bis zur letzten Masche. So, da bin ich bei der letzten angekommen und die letzte stricken wir rechts. Dann wieder Faden nach hinten. Umdrehen und jetzt stricken wir rechte Maschen, also auch die erste Masche rechts, und zwar bis zur vorletzten Masche. So, da sind noch meine letzten Maschen. Hier ist die vorvorletzte und da ist die vorletzte. Die letzte lasse ich jetzt hier ungestrickt. Hier drehe ich jetzt um, steche jetzt hier ein von vorne in die Masche. Der Faden liegt vorne. Jetzt hebe ich die ab und jetzt ziehe ich den Faden ganz doll nach hinten und habe jetzt hier so eine Doppelmasche gebildet. Seht ihr? Da. Und jetzt stricke ich linke Maschen auch bis vor die letzte Masche. So, da sind noch zwei Maschen. Und hier ist die letzte. Die stricke ich auch wieder. Die allerletzte lasse ich ungestrickt auf der Nadel. Hier nehme ich den Faden auch wieder nach vorne, hebe die erste Masche ab und ziehe jetzt hier den Faden ganz eng nach hinten. So, und jetzt stricke ich bis eine Masche vor die letzte Wendemasche. Also nicht genau bis vor die Wendemasche, sondern bis eine Masche davor. So, ihr habt also hier, ne? Hier ist die Wendemasche, die seht ihr. Die ist nämlich hier so doppelt. Jetzt sind hier noch zwei Maschen. Die eine stricke ich noch und ich habe jetzt hier also bis eine Masche vor die Wendemasche gestrickt. Diese eine Masche hier zwischen der Wendemasche, die bleibt dort. Die bleibt als ganz normale Masche da. Jetzt drehen wir wieder um, Faden vorne, rein mit der Nadel von rechts nach links,
Faden nach hinten nehmen und ganz doll festziehen. Und jetzt hier auch linke Maschen bis auf der linken Seite auch bis eine Masche vor die Wendemasche. So, jetzt sind wir noch zwei Maschen davor. Ne? Hier erkennt ihr die Wendemasche. Also die eine stricke ich noch. Und dann bleibt die Wendemasche und die eine Masche daneben übrig. Dann drehen wir wieder um. Faden wieder nach vorne, die Masche von rechts nach links rein mit der Nadel, wieder nach hinten ziehen und hier wieder so eine Doppelmasche reinziehen. Und die zwei Reihen, die ich euch gerade gezeigt habe, die wiederholt ihr jetzt fortlaufend. Ihr strickt also immer auf der Hinreihe rechts bis eine Masche vor die Wendemasche. So, das machen wir. So, hier sind zwei, da ist eine Masche vor der Wendemasche und ihr seht, hier ist wieder die Wendemasche und eine Masche daneben. Dann wird wieder umgedreht und dann strickt ihr jetzt linke Maschen bis ebenfalls eine Masche vor die Wendemasche. So, da sind wir gleich da. Zwei Maschen vor der Wendemasche, das sind noch drei. So, und hier ist eine Masche vor der Wendemasche, da. Und da drehen wir wieder um. Machen auch wieder unsere Wendemasche. Und dann geht's weiter. Das Ganze wiederholt ihr jetzt so lange, bis ihr in der Mitte zwischen diesen Wendemaschen noch ein Viertel eurer gesamten Fersenmaschen übrig habt. Ich habe hier also 32 Maschen, weil ich hier gerade einen Socken mit 64 Maschen habe. Das heißt, in der Mitte müssen noch 8 Maschen ungestrickt sein. Und das werden insgesamt 6 Wendemaschen bei meiner Socke. Wenn das nicht ganz ein Viertel ist, sondern weniger als ein Viertel, also bei 60 Maschen, dann wären das hier in der Mitte 6. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Also so ne, ein Fünftel bis ein Viertel der Maschen muss hier in der Mitte übrig bleiben. Wenn ihr das habt, treffen wir uns wieder. Dann zeige ich euch wieder, wie es weitergeht. So, ich habe hier alle meine verkürzten Reihen gemacht. Und es gibt hier so ein kleines Trapez. Ich habe hier, müsst ihr gucken, ne, ich habe hier 6 Wendemaschen. Hier ist eine, da ist die normale, da ist die zweite, da ist die normale, da ist die dritte, da ist die normale. Die vierte, die normale, die fünfte, die normale, die sechste. Und jetzt habe ich hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maschen in der Mitte. Und dann kommen hier auf der Seite meine Wendemaschen. Wenn ihr das geschafft habt, habt ihr den ersten Teil fertig und der war ja gar nicht schwer. So, jetzt stricken wir alle Maschen rechts bis zum Ende der Reihe. Und zwar haben wir jetzt hier diese Doppelmaschen. Da sind sie. Und diese Doppelmasche stricke ich als eine Masche ab. Und da müsst ihr auch wirklich gut gucken, dass ihr überall gut reinkommt. Ja, also dass ihr die auch wirklich komplett erwischt und die als eine Masche abstrickt. So, und zwar bis hier runter, bis ihr am Ende seid. So, also ihr habt ja immer eine normale, eine Doppelmasche, eine normale, eine Doppelmasche und da sind wir schon unten angekommen. Jetzt ist hier die letzte und die stricken wir auch rechts. Jetzt drehen wir um und jetzt stricken wir die erste wieder rechts und dann alle Maschen links. Und dabei arbeiten wir auch gleich auf der linken Seite unsere Wendemaschen ab. Wie das geht, zeige ich euch natürlich, wenn ich dort angekommen bin. So, da kommt schon die erste Wendemasche. Hier ist noch eine normale. Und da ist die erste Wendemasche und die stricke ich ab. Links, da ist die nächste normale und hier auch wieder wirklich drunter gehen und darauf achten, dass ihr beide Maschenglieder von dieser Wendemasche erwischt, denn damit gibt es hier
kein Loch und damit vermeidet ihr, dass es hier irgendwelche Löchlein oder sonstiges gibt. So. Und das auch einmal bis zum Ende der Reihe. So, und da ist noch unsere letzte Masche. Und die stricken wir wieder rechts. Das waren jetzt die zwei Übergangsreihen. Und jetzt wiederholt ihr immer den ersten Teil, also diese verkürzten Reihen. Und die Übergangsreihen, das wiederholt ihr jetzt noch zweimal. Also ihr fangt jetzt wieder an. Hier rechte Maschen bis zur vorletzten Masche zu stricken. So, da sind wir wieder gleich. Da ist die vorletzte, hier ist die letzte. Die vorletzte stricke ich wieder ab. Dann drehe ich wieder um. Steche wieder ein, heb die ab und stricke wieder nach links. Das ist also wirklich exakt das Gleiche, was wir im ersten Teil gemacht haben. Und dann hier wieder rüber zur anderen Seite und dann da hinten wieder umdrehen. So, jetzt sind wir hier gleich bei der vorletzten. Da, die stricken wir natürlich auch links. So, umdrehen, letzte Masche wieder drauf machen lassen, Wendemasche machen, umdrehen. Und jetzt geht es wieder bis eine Masche vor die Wendemasche und das Ganze auch genauso oft, wie ihr es vorhin gemacht habt, also in meinem Fall 6-mal. Und dann zeige ich euch nochmal den Zwischenschritt und dann schafft ihr das auch alleine weiter. So, ich habe den zweiten Teil dran gemacht. Jetzt könnt ihr hier gut, das hier war unser erstes Trapez, was wir gestrickt haben, da. Das könnt ihr hier relativ gut erkennen. Und da haben wir jetzt genau so ein zweites Trapez nochmal drauf gesetzt. So, also da ist unser erstes und da ist unser zweites Trapez. Und jetzt kommen wieder die zwei Übergangsreihen. Und die machen wir genauso auch wieder, wie ich euch das vorhin gezeigt habe. Also alle Maschen abstricken und dabei auch die Wendemaschen rechts stricken. So. Und zwar bis zum Ende der Reihe. So. Und da ist die letzte. Und die stricke ich auch wieder rechts. Umdrehen. Erste Masche rechts. Und wieder ab mit linken Maschen zur Seite. Zur anderen Seite natürlich. Und dann macht ihr das Gleiche, was wir gerade eben gemacht haben, noch ein drittes Mal. Also ihr strickt genauso hier nochmal so ein Trapez da drauf, ne? Also exakt das Gleiche, was wir hier gemacht haben, mit exakt den Übergangsreihen. Also wirklich noch ein drittes Mal das, was ich euch gerade schon zweimal gezeigt habe. Einmal ausführlich und einmal angerissen. Und wenn ihr das dann habt, also wenn ihr das ein drittes Mal gemacht habt, dann seht ihr ja, wir haben ja jetzt hier so eine kleine Fersenwand gebaut. Ne, denn wir haben ja umgedreht und wir haben ja nicht in Runden gestrickt an der Stelle. Und was wir mit dieser kleinen Fersenwand machen, das zeige ich euch dann im Anschluss. Also erstmal muss ich jetzt hier meine zwei Übergangsreihen beenden und da bin ich auch schon bei meinen Wendemaschen angekommen, die ich auch hier wieder als linke Masche stricke. So. Und darauf achten, dass ich die Masche dazwischen nicht aus Versehen mit der anderen zusammenstricke. Und dann das Ganze, also Teil 1 und die Übergangsreihen, noch ein drittes Mal machen. Und dann sehen wir uns hier wieder. Und dann zeige ich euch natürlich, wie ihr wieder in die Runde kommt und was ihr dafür machen müsst. So. Ich mache das jetzt mal und wir sehen uns gleich. So, ich habe meinen dritten Teil beendet. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe hier auch schon meine Übergangsreihen gestrickt und meine Maschen abgearbeitet. Und hier seht ihr, hier so kleine Linien, ne? Das war also das hier, war unser erstes Trapez. Da könnt ihr das gut erkennen. Dann ist da das zweite Trapez drauf, ne? Hier ist das erste. Und dann ist da das dritte drauf und da seht ihr an der Seite hier so 1, 2, 3 kleine Linien rechts und links, die uns das anzeigen. Und jetzt haben wir das sozusagen dreimal gemacht. Einmal, zweimal, dreimal.
Und jetzt wollen wir wieder in Runden stricken. Und auch das ist wirklich gar nicht schwer. Denn dafür stricke ich jetzt erstmal hier meine Reihen bis zum Ende ab. Und wenn ihr euch erinnern könnt, wir haben jetzt dreimal diese Übergangsreihen gemacht. Und wir haben am Anfang einmal hin und her gestrickt. Und das heißt, wir haben jetzt hier an der Seite da insgesamt 4 Knötchen. 1, 2, 3, 4 Knötchen für die 4 Mal, die wir gemacht haben. Und jetzt gehen wir hier in dieses Knötchen rein. Ich mache das meistens mit der anderen Nadel, hole mir die hier rauf und ihr habt hier schon eine Masche, die so um, ne, die geht halt hier so um die Ecke rum, die hier. Ne, seht ihr das? Hier die, die so wirklich um das Strickstück rumgeht, da 2 und da gehe ich rein, die schnappe ich mir, da. Also wirklich, ne, die, die hier so sich rumwindet, 3. Und 4. Jetzt habe ich sie alle. Genau. Da schiebe ich meine Nadel durch und dann stricke ich die jetzt hier einfach rechts ab. Und damit habe ich jetzt natürlich 4 Maschen mehr eigentlich auf der Nadel als vorher, wenn ich die 4 rechts abstricke. Die letzte halte ich mir fest. Und nehmen Sie hier mit auf die andere Nadel. So. Das ist nämlich ein kleiner Trick. Und dann stricke ich die hier mit der ersten Masche zusammen. So. Damit vermeiden wir nämlich das Löchlein, was hier immer so beim Fersenübergang entsteht. Das, was hier übrigens ist, das entsteht durch meine Kreuzung und durch mein Muster. Das ist also an der Stelle gar nichts Schlimmes. Über die vordere Nadel stricke ich mein Muster weiter. Also wenn ihr hier Muster weiter stricken wollt, dann strickt ihr Muster. Wenn ihr hier schon glatt rechts seid, dann strickt ihr hier natürlich glatt rechts. Ich mache mein Muster weiter und wir treffen uns am Ende der Reihe wieder. So, ich bin hier eine Masche vor dem Ende meiner Nadel angekommen, weil die will ich ja dann auch wieder zusammenstricken mit den anderen. Das heißt, die nehme ich jetzt erstmal hier rüber. Und dann habe ich jetzt auch hier wieder meine 4 Knötchen, die ich mir suche. Da oben ist der 4. Ne? 1, 2, 3, 4. Und da gehen wir rein und die sammeln wir uns hier hoch. Auch diejenigen, also immer die, die hier so drüber gehen. Manchmal hängen die so ein bisschen fest, da müsst ihr euch die so ein bisschen auflockern mit der Nadel. Aber dann kommen wir hier wirklich gut rein, da. Da ist er und da ist der nächste. Da. Genau den will ich haben. Hier. Und da kommt noch einer und da ist der letzte. Und damit habe ich meine 4 Maschen. So, dann schiebe ich hier einmal meine Nadel durch. Und dann stricke ich hier die Masche ab, die erste, so, zack, und ziehe die, die ich vorhin abgehoben habe, die ziehe ich hier einfach drüber und damit ist hier nämlich auch das Loch zu an der Stelle und jetzt hebe ich die Maschen einfach hier rüber auf die Nadel, so, meine 3 Knötchen. Und dann kann ich die 3 natürlich auch abstricken. So, 1, 2. Die liegen hier immer so ein bisschen eng aneinander. So, und dann stricken wir hier rechte Maschen, bis wir wieder am Anfang von der Nadel angekommen sind. Da müssen wir jetzt noch die 3 Maschen, die wir jetzt noch zu viel haben, wieder abnehmen und wie das geht, das zeige ich euch, wenn ich wieder hier vorne an der Nadel angekommen bin. So, ich bin hier wieder am Anfang angekommen und jetzt stricken wir hier einen kleinen Spickel. Den könnten wir mit der ersten Masche machen. Ich mache das immer am liebsten mit der zweiten Masche, weil dann gibt das nicht so einen großen Übergang. Also das heißt, ich stricke die erste rechts, hebe die zweite ab,
strick die dritte rechts und zieh die abgehobene über. Das ist eine überzogene Abnahme. Und dann stricke ich alle Maschen rechts bis 3 Maschen vor dem Ende der Nadel. Wenn ihr das mit dem Nadelspiel macht, dann habt ihr hier natürlich die erste Nadel und dann würde jetzt wieder auf 2 Nadeln aufgeteilt werden. Das macht ja Sinn an der Stelle. So, und einmal bis hier rüber. Und da sind wir 3 Maschen vor dem Ende und dann stricke ich jetzt die vorletzten 2 rechts zusammen. So, und die letzte rechts. Und jetzt habe ich hier schon meine erste Spickelabnahme gemacht. Jetzt kommt wieder eine Runde ohne Abnahmen drüber. Dann kommt wieder eine Abnahmerunde, dann wieder eine Runde ohne Abnahmen und noch eine Abnahmerunde. Also insgesamt 3 Abnahmerunden. Und dann ergibt sich hier dieser kleine Spickel mit den Abnahmen. Ne, den habt ihr dann. Und dann seht ihr auch hier schön die 3 Teile. Die sehen wir jetzt hier auch schon. Da kommt halt eben noch jetzt hier oben das Spickelchen ran. Und dann ist die Ferse auch schon fertig. Während ihr den Spickel strickt, strickt ihr natürlich hier oben euer Fußmuster weiter. Wenn ihr am Fuß glatt rechts strickt, dann strickt ihr dort einfach glatt rechts. Und das ist dann auch schon die gesamte Ferse gewesen. Und ihr seht, das ist wirklich super, super einfach, denn ihr macht hier nur Wiederholungen von Teil 1. Und das war es am Ende auch schon. So, ich hoffe, mein kleines Video und die Ferse haben euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch ein Däumchen nach oben da, empfehlt mich gerne weiter. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.